Gabriele Eick, die Ehrenvorsitzende des Marketingclubs Frankfurt, ist bei mir. Frau Eick, Galas wie diese waren sehr, sehr rar gesät in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr. Das hat auch die Marketing-Gala hier getroffen. Wie schön ist es denn, jetzt mal wieder hier vor Ort sein zu können, Hände schütteln zu können, sich gemeinsam mit anderen Menschen an einen Tisch setzen zu können? Da muss es ja in einem quasi fast brodeln, dass man endlich das mal wieder tun kann. Ja, absolut. Also ich glaube, es geht uns allen so. Nach all diesen Monaten der Abstinenz ist es einfach ganz wunderbar, dass wir wieder in der alten Oper sind, dass man alte Bekannte wieder sieht, dass man sich wieder fest umarmen kann. Und ich denke, es liegt ein ganz wunderbarer Marken-Gala-Abend vor uns und es war höchste Zeit. 2021, Gott sei Dank, sind wir wieder hier. Jetzt gilt die Marken-Gala ja seit jeher als eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Marketingbranche. Was macht sie denn auch heute noch so besonders und so einzigartig? Schauen Sie, auch in der Pandemie haben Marken Richtung vorgegeben, haben Marken auch Freude gemacht, sind verlässlich gewesen. Und deswegen, wir haben ja diese Markengala, um erfolgreiche Marken zu feiern. Und deswegen ist das auch der richtige Zeitpunkt, eine Markengala zu machen, weil jeder von uns ist mit Marken aufgewachsen. Marken werden vererbt, wie zum Beispiel Nivea oder Maggi. Und insofern werden wir heute Abend auch wieder sehen, dass erfolgreiche Marken auch uns durch die Pandemie begleitet haben. Und das ist sehr schön. Was ist denn Ihr Höhepunkt heute Abend? Haben Sie da einen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich natürlich auf die unterschiedlichen Preisträger, aber am meisten freue ich mich darauf, in unserer Marketing-Community mich mit Menschen zu treffen, die ich jetzt lange nicht gesehen habe. Das wird mein Höhepunkt sein. Sie als Unternehmensberaterin, wie bleibt man denn eine starke Marke? Indem man immer versucht, hohe Qualität zu liefern. So wie diese Veranstaltung hier auch. Diese Veranstaltung hier auch. Dann bedanke ich mich sehr für das kurze Interview bei Ihnen. Dankeschön.